das ist gut, dass es jetzt so gekommen ist, dass wir das jetzt plötzlich aufklustern und dann sagen, na ja, aber das ist eigentlich ein guter Migrant, er ist ja gar kein richtiger Migrant, weil wir müssten schon einen schicken Migrant haben, der einer aus Uganda oder Tansania und einer aus Vietnam und vielleicht noch einer aus Syrien. Dann sind wir richtig gut diverse aufgestellt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Fabrice und heute sprechen wir über das Thema Diversitätsquoten. Als Grundlage für diese Diskussion habe ich wieder ein Video von 13 Fragen genommen. Und zwar wird sich hier die Frage gestellt, ob Diversitätsquoten in Unternehmen sinnvoll sind oder nicht, beziehungsweise ob man sie gesetzlich festlegen sollte. Diese Unterhaltung erinnert mich sehr stark an die Debatte über die Genderquote, beziehungsweise an die gesetzliche Regelung über Frauenquoten in Vorständen. Nur, dass es hierbei darum geht, dass man in Unternehmen Diversität schaffen soll. Wie konkret das aussehen soll, wurde jetzt nicht gesagt. Dabei sollten die 6 Probanden halt einfach untereinander klären, wie das aussehen könnte. Dabei wurden 3 Leute auf die eine Seite gestellt, die dagegen sind, und 3 Leute auf die andere Seite gestellt, die dafür sind. An dieser Stelle kann ich direkt sagen, ich persönlich bin gegen Diversitätsquoten. Und im Laufe des Videos werde ich euch erklären, warum ich so stehe, wie ich dazu stehe. Du hast dein Kopftuch damals abgelegt und darin auch in vielen Interviews darüber gesprochen, um überhaupt einen Job zu bekommen. Damit empowerst du viele deiner ZuschauerInnen, deiner Fans. Wie kam das überhaupt so weit? Ich habe mich als Gesundheits- und Krankenpflegerin an einer Berliner Krankenpflegeschule mit Hijab beworben. Und als ich meine Papiere nicht zurückbekommen habe, meine Bewerbung, nachdem ich wirklich jahrelang eben Absagen bekommen habe, dachte ich, vielleicht liegt sie am Kopftuch. Also habe beim Fotografen ein Foto machen lassen, ein Bewerbungsfoto ohne Kopftuch, habe es in der Kabine runtergenommen, habe mich an derselben Krankenpflegeschule beworben und hatte 2 Tage später ein Vorstellungsgespräch. Also war für mich hier die Frage, okay, Job ohne Kopftuch oder du behältst dein Kopftuch und kein Job. Also ich hatte nicht so viele Möglichkeiten. Die Diskussion fängt damit an, dass die Hatice in jungen Jahren, als sie sich versucht hat, für einen Job zu bewerben, wegen ihres Kopftuchs abgelehnt wurde. Nachdem sie Bilder mit Kopftuch, also ohne Kopftuch gemacht hat, hat sie plötzlich mehrere Jobchancen erhalten. Man kann ihre Erfahrungen diesbezüglich ihr nicht absprechen. Ob es nun ein gesellschaftliches Problem darstellt, ist eine andere Frage. Es kann natürlich sein, dass es in diesem, sagen wir mal, Kreis, wo sie sich beworben hatte, nun der Fall ist, dass sehr viele Leute darauf bedacht waren, niemanden einzustellen, der Kopftücher trägt. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn sie das in einer etwas liberaleren oder beziehungsweise toleranten Stadt gemacht hat. Da ich nicht weiß, woher sie kommt, ist das erstmal schwierig zu beurteilen. Aber man kann ihre Erfahrung diesbezüglich ihr keinster Weise absprechen. Es gibt einen Punkt, der mir bei Hatice noch eingefallen ist. Und zwar die Tatsache, dass sie, nachdem sie Bewerbungsbilder ohne Kopftuch verschickt hat, dass sie von dem gleichen Unternehmen angenommen wurde. Nun stellt sich die Frage, ist das Problem von Anfang an ihre Herkunft gewesen oder dass sie vielleicht sich bei einer Institution beworben hat, die in Deutschland höchstwahrscheinlich christlich geprägt ist, wie es bei vielen Krankenhäusern der Fall ist, dass sie sich dort mit einem religiösen Symbol aus einer anderen Religion beworben hat. Das könnte natürlich ein Grund für diese Problematik sein. Somit stellt sich gar nicht die Frage nach einer Migrantenquote, sondern einfach vielmehr, dass wir in der Gesellschaft eine deutlich höhere Toleranz und auch Akzeptanz schaffen müssen für Frauen mit Kopftüchern und das nicht zwangsläufig als Art von Unterdrückung sehen müssen. Man muss ja immer noch betrachten, Hatice ist ja immer noch türkischer Abstammung. Das heißt, das hat sich ja nicht geändert. Sie ist ja immer noch Türken, beziehungsweise Deutsch-Türken, wie auch immer man das halt sehen will. Deshalb, glaube ich, ist das in ihrem Fall nochmal etwas differenzierter zu betrachten. Ich finde nur, dass es in Deutschland an den Schulen sollte die Quote angewendet werden, das habe ich nicht ganz verstanden, weil in Deutschland hat jeder das Recht, eine Schule zu besuchen. Und ja, ich gebe ihr recht, dass für mich es nicht um Migrationsquote geht, sondern um Chancen. Und da geht es um Bildung. Und da geht es aber auch darum, dass jeder Einzelne in den Rocky-Modus kommt und die Chancen, die sich in diesem Land einem jeden bieten, auch nutzt. Und das ist so ein bisschen für mich das Problem bei der Migrationsquote. Da habe ich oftmals das Gefühl, dass trotz der richtigen Analyse des Problems der ein oder andere durch die Ziellinie geschoben werden soll, um das jetzt mal sehr überspitzt auszudrücken. Denn das ist nicht fair allen der Gesamtgesellschaft gegenüber, wenn man eine bestimmte Gruppierung aussucht und diese dann aus der Sicht vieler dann übervorteilt. Und in dem Punkt muss ich Joe halt zustimmen. Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass ohne eine Migrationsquote bestimmte Menschen gewisse Chancen verwehrt bekommen.
Aber auf der anderen Seite, sollten diese Quoten eingesetzt werden, ob nun freiwillig oder halt gesetzlich, kann es genau solche Probleme schaffen, weil dann eine andere Gruppe von Menschen dementsprechend abgelehnt wird. Also im Endeffekt löst es das eigentliche Problem nicht, es verschiebt das nur auf eine andere Gruppe von Menschen. Eine Problematik, die sich bereits schon daraus ergibt, ist die tatsächliche Festlegung der Quote. Wie soll man das überhaupt festlegen, sagt man jetzt, weil wir jetzt einen Anteil von 14-15% an Ausländern in Deutschland haben, muss jetzt jedes Unternehmen anhand dieser Quote das festlegen. Vor allen Dingen das Problem ist dabei zu klären, wie man Diversität halt tatsächlich nun bemessen will. Also reicht es schon, ob man Jude ist, weil Deutschland halt ein christliches Land ist, oder reicht es schon, wenn man aus England ist, aber genauso weiß ist wie jeder Deutsche? Oder muss man eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion? Reicht es, wenn einer der beiden Elternteile aus einem anderen Land ist? So, also es gibt da gar keine klare Definition dazu. Ich meine, hier in dem Video wird halt von einer Migrantenquote gesprochen. Ich habe es jetzt aber auf den Begriff Diversity etwas erweitert, um vielleicht andere Aspekte nochmal mit reinzubringen. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass Hatice technisch gesehen gar keine Migrantin ist. Da sie in Berlin geboren wurde, ist sie automatisch Deutsche. Denn seit dem 1. Januar 2000 gilt in Deutschland das Geburtsortsprinzip, wodurch man automatisch, wenn man in Deutschland geboren wurde, auch Deutscher ist oder Deutsche ist. Nun, wenn man ihre Situation mit meiner vergleicht, ich wurde in Togo geboren und bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, gelte ich ja dann als Migrant und sie nicht, obwohl sie türkische Eltern hat. Hatice, kannst du das vielleicht mit der Schule nochmal erklären? Ich wollte meinen Hijab schon in der Grundschule tragen. Wir sind nach Neukölln mit meinen Eltern eine Neuköllner Schule. Mit dem Kopftuch bin ich hingegangen und ich wurde nicht genommen, weil sie gesagt haben, Mädchen mit Kopftuch nehmen wir an diese Schule nicht. Deswegen eben schon, vielleicht ist es auch hier ein Einzelfall, aber... Es ist kein Einzelfall, kann ich dir hundertprozentig sagen. Also, ich habe auch schon keinen Schulplatz bekommen in der Grundschule aufgrund meines Kopftuches, also habe ich es wieder abgenommen. Diskriminierung aufgrund des Kopftuches ist etwas, was wirklich wissenschaftlich belegt ist. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der Frauen mit Kopftuch diskriminiert. Und genau deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, dass man Arbeitgeber verpflichtet, dazu nachzudenken, dass dieses Aussortieren entlang von Merkmalsdimensionen nicht in Ordnung ist und auch nicht zu vereinbaren mit unserem Grundgesetz. Wir haben Religionsfreiheit. Es sollte völlig okay sein, dass man Muslim ist. Das, was sie in der Kirche hier erzählt, ist auch nichts, was sie sich irgendwie an den Haaren herbeizieht. Obwohl ich natürlich sage, dass ich gegen eine Migrations- oder eine Diversitätsquote bin, haben die Diskussionen, die wir besonders im letzten Jahr bezüglich des Kopftuchs hatten, zeigt mir schon, dass wir eine gewisse Problematik da haben, was das Thema anbelangt. Auch bei 13 Fragen wurde darüber debattiert, ob es in Ordnung ist für Frauen, weil ja nur Frauen Kopftücher tragen für gewöhnlich, ob sie das in öffentlichen Ämtern machen dürfen, beziehungsweise wenn sie für den Staat arbeiten. Ob es jetzt als Lehrer sind, also Lehrer oder Lehrerin, oder ob das auf öffentlichen Ämtern ist oder sonstiges. Und da gibt es ja sehr viele, die sagen, nein, es ist nicht in Ordnung, dass man Kopftuch trägt, aufgrund dessen, weil man religiöse Symbole auf einen Arbeitsplatz mitnimmt. Und einige sind da tatsächlich dagegen, weil sie der Meinung sind, dass man damit religiöse Symbole in einen Raum bewegt, in dem sie nicht da sein sollten. Und ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, mir ist das komplett egal. Ich habe gar kein Problem damit, ob irgendwer ein Kopftuch trägt. Klar, da ist eine gewisse Symbolik dahinter, aber meines Erachtens keine negative. Also es geht jetzt erstmal explizit nicht hier um das Kopftuch, weil darüber können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal sprechen, aber da wurde zum Beispiel auch gesagt, was ist, wenn irgendwelche Lehrer beispielsweise NPD-T-Shirts tragen würden. Das ist wieder, ein bisschen was anderes, denn eigentlich leben wir in einem Rechtsstaat, in dem wir die Aspekte, die die NPD vertritt, ja an sich nicht gutheißen. Dementsprechend ist die Symbolik, die dahinter steht, eine gänzlich andere. Deine Eltern sind auch als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen. Heute bist du Lehrer am Gymnasium und du würdest aber sagen, ich würde auf gar keinen Fall aufgrund einer Quote eingestellt werden wollen. Warum?
Ja, richtig. Denn ich glaube, dass es schon darauf ankommt, dass man Qualifikationen vorweist, Kompetenzen vorweist, teamfähig ist, zum Beispiel in den Unternehmen, in die man einsteigen möchte, um mit den Teams zusammenzuarbeiten. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht mit einem Quotenstigma quasi mein Berufsleben oder meine Karriere beginnen und der Quotenerfüller sein. Ich möchte überzeugen mit dem, was ich kann und was ich bin und mitbringe. Und ich finde den Punkt von Shahid hier ziemlich gut. Er sagt, dass er trotz der negativen Erfahrung, die er aufgrund seiner Herkunft gemacht hat, sich nicht darauf verlassen würde, einen Job zu bekommen aufgrund seiner Herkunft, weil er damit auch anderen Menschen die Chance wegnimmt. Als ich mich vor 2 Jahren für einen Job bewerben wollte, ist es mir genauso ergangen. Ich habe auch sehr, sehr viele Absagen bekommen. Die Sache ist halt die, das HR eines Unternehmens schreibt wahrscheinlich fast jedem, dem sie eine Absage schicken, immer wieder das Gleiche. Ob man nun ein paar Schritte weiterkommt im Bewerbungsprozess oder eben nicht. Ich kann also gar nicht sagen, ob ich die Absagen bekommen habe wegen meiner Hautfarbe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe teils 40, 50 Bewerbungen verschickt, habe am Ende dann 3 Bewerbungsgespräche gehabt und am Ende dann 2 Optionen, für die ich mich entscheiden konnte. Und ich bin 100%ig davon überzeugt, dass es vielen anderen genauso geht. Ganz gleich, welcher Herkunft sie sind oder welche Hautfarbe sie haben. Ich habe mich mit vielen Freunden darüber unterhalten, die deutsch sind, die weiß sind, die auch deutsche Namen haben oder so, denen es genauso ergangen ist. Es kann natürlich sein, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe oder wegen meines Namens abgelehnt wurde. Ich kann es lediglich nur nicht beweisen. Dann aufgrund dessen darauf zu schließen, wäre halt eigentlich die falsche Maßnahme. Und an dieser Stelle eine kleine Anekdote. Vor einigen Monaten habe ich über BlaBlaCar ein paar Jungs mitgenommen und lustigerweise waren das 3 Araber. Irgendwann fragt der eine mich so, ob ich das Gefühl habe, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe bestimmte Nachteile in meinem Job erleide. Also an dieser Stelle, ich bin Account Manager, das heißt, ich bin im Vertrieb eines IT-Konzerns, eines japanischen Unternehmens zufälligerweise. Und ich habe gesagt, eigentlich bisher nicht. Also zum einen bin ich noch nicht so lange da. Zum anderen denke ich, dass es nicht der Fall ist. Und wenn doch, kann ich es nicht beurteilen. Obwohl ich natürlich sagen kann, dass es solche Diskriminierung auf jeden Fall gibt, will ich mich nicht zurücklehnen und sagen, dass ich nur keinen Job bekommen habe, weil Leute mich aktiv diskriminieren. Wenn man sich natürlich nur auf solche Sachen verlässt, kann es natürlich sein, dass man missachtet, dass man vielleicht gar nicht so gut ist, wie man vielleicht glaubt. Dass deine Noten nicht so gut sind, wie du glaubst. Oder dass vielleicht viele andere Leute, die sich auch auf diese Stelle beworben haben, einfach besser waren. Wenn natürlich irgendjemand eine direkte Aussage trifft, die mit deinem Aussehen zu tun hat und mit deiner Herkunft oder so, dann kannst du natürlich gewiss sein. Nur werden die meisten Leute intelligent genug sein, dies nicht von sich zu lassen. Jetzt natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Sollte der Staat das regulieren oder sollten Unternehmen das komplett freiwillig machen? Weder noch. Weder sollten Unternehmen das freiwillig machen, noch sollte der Staat da eingreifen. Einem Unternehmen sollte vollkommen überlassen bleiben, wen es für eine bestimmte Position besetzen möchte. Unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Religion, des Aussehens oder was auch immer. Einzig und allein die Kompetenz der jeweiligen Person sollte ausschlaggebend sein, ob sie eine Position oder einen Job erhält oder eben nicht. Dieses Konzept nennt sich Meritokratie. Es kann natürlich sein, dass in einem Unternehmen Vetternwirtschaft herrscht. Gar keine Frage, ja. Aber ich möchte am Ende des Tages auch nicht der Quotenleger sein. Ich will mir nicht von irgendjemandem sagen lassen, dass ich die Stelle nur bekommen habe, weil ich schwarz bin. Stellt euch mal einfach die Gespräche im HR vor. Ja, wir brauchen jetzt noch einen neuen Account Manager. Was sollte er denn mitnehmen? Wie schwarz soll er denn bitte sein? Ich meine, stellt euch das einfach mal selber vor, wie absurd das eigentlich schon ist. Und wie ich ja schon gesagt habe, man müsste ja dann klären, ab welchem Punkt man divers genug ist, um die Kriterien zu erfüllen. Reicht es bereits, ob man Engländer ist? Oder sieht man dann den Deutschen noch zu ähnlich? Oder wie ist es, wenn man Jude ist? Wie ist es, wenn man aus Italien kommt? Oder muss man jetzt asiatisch sein? Muss man jetzt afrikanisch sein oder sonstiges? Oder wie sieht's aus, wenn nur einer der beiden Elternteile aus einem anderen Land kommt? Und vor allem wird es auch Unterschiede geben. Ich bin zwar nicht in Deutschland geboren, aber ich lebe seit knapp 26 Jahren hier. Ich bin 29, also mit 3 Jahren hingekommen. Nun sollte ich jetzt genauso bewertet werden wie jemand, der vielleicht zur Flüchtlingskrise hingekommen ist, also vor 5, 6, 7 Jahren,
der vielleicht nicht so fließend Deutsch spricht, wie ich es tue, sollte er jetzt mehr Chancen bekommen als ich? Genauso welche? Oder wie will man das bewerten? Es geht aber letzten Endes um die Diskussion, ob die Migrationsquote der Schlüssel ist, um dieses Problem zu lösen. Und gerade weil du aufgezählt hast, nämlich den Gleichheitsgrundsatz, genau da verstößt aus meiner Sicht die Migrationsquote ganz erheblich. Ich kann aber verstehen, dass man vielleicht ein bisschen weiterdenken könnte wie Amerika. Und wenn es darum geht, sich zu bewerben, das Ganze anonymisiert in irgendeiner Form durchführen müsste. Es gibt Mechanismen, wo ich sage, warum denken wir da nicht ein bisschen quer? Und das ist ja nicht nur eine Frage von Migrant oder Nicht-Migrant. Menschen, die dicker sind, behindert sind oder was auch immer für Eigenschaften haben, werden im Grunde genommen einem Idealbild sozusagen, müssen sie weichen. Und das kann nicht sein, wenn unser erster Artikel hat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da kann ich sagen, lass uns doch mal da an einer Lösung zusammenarbeiten. Wunderbar. Und auch hier sagt der Joe einen entscheidenden Punkt. Wenn wir sagen, dass wir alle für Gleichberechtigung sind, dann sollten wir jeder Person auch die gleichen Chancen bieten. Wenn wir nun aber Quoten setzen, diskriminieren wir bewusst eine bestimmte Personengruppe, denen die Chance verwehrt bleibt, sich in Unternehmen oder auf irgendwelche Positionen zu bewerben. Nur weil sie halt das Glück oder Pech hat, im falschen Land geboren zu sein oder von den falschen Eltern geboren zu sein. Und das ist doch genau das, wogegen wir eigentlich hier ankämpfen wollen. Deshalb ist diese Art und Weise, da heranzugehen, vollkommen falsch. Obwohl ich gesagt habe, dass ich gegen Quoten bin, gibt es einen Punkt, wo ich sage, dass es eine gute Idee ist. Und zwar wurde letztes Jahr in Argentinien eine Quote für Transgender-Personen eingeführt. Und zwar von 1% in öffentlichen Behörden. Warum ich es an dieser Stelle gut finde, ist die Motivation, die dahinter steckt. In Argentinien gibt es ein großes Problem für Transgender-Personen, die aufgrund ihrer Identität oftmals in der Prostitution landen, was ein gesellschaftliches Problem mit sich bringt. Vor allen Dingen bei 1% denke ich nicht, dass da irgendjemand auch nur ein Problem damit haben sollte. Das wäre schwachsinnig. Ich finde, diese Art und Weise finde ich vollkommen gerechtfertigt. Das Problem, das die Migrationsquote eigentlich lösen soll, ist eine Unfairheit bzw. eine Ungleichheit in der Gesellschaft zwischen weißen Privilegierten und halt Migranten. So, und dann ist die Frage, ob eine Migrationsquote dieses Problem am Ende des Tages wirklich langfristig behebt oder eben nicht. Man müsste sich einfach mal vorstellen, dass man irgendwo nur eingestellt wird, weil man eingestellt werden muss und nicht, weil das Unternehmen in dir das Potenzial sieht, das es tatsächlich braucht. Klar, am Ende des Tages kann es so sein, wie es bei der Frauenquote bedacht ist. Das heißt, man hat zwei Personen mit den gleichen Qualifikationen und dann wird halt die eine Person bevorzugt aufgrund ihres Geschlechts jetzt oder aufgrund ihrer Herkunft. Aber die Frage, die ich mir hier stelle, ist, ob man das Ganze nicht auf eine andere Art und Weise beheben kann. Wie schon gesagt, ich lebe seit 26 Jahren hier in Deutschland. Habe ich mit meinen Sprachkenntnissen und der Dauer an Jahren, die ich hier lebe, nicht deutlich bessere Chancen auf einen Job, wie jemand, der seit 5-6 Jahren hier ist? Das heißt, selbst wenn die uns auf das gleiche Level stellen, bin ich jedoch auf eine gewisse Art und Weise privilegierter als diese andere Person. Genauso bin ich doch auch privilegierter als jeder deutsche Weiße, der eventuell nur einen Realabschluss hat oder nur ein Abitur. Und das nur, weil ich halt schon studiert habe. Und manchmal habe ich das Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, dass es so dargestellt wird, als seien alle Migranten irgendwie mittellos oder so. Und man müsse denen auf irgendeine Art und Weise helfen. Stellt euch einfach mal folgendes Beispiel vor. Ich habe in 20 Jahren habe ich irgendwie zwei Kinder oder so, die dann in dem Alter von 15, 16 oder so sein werden. Und ganz gleich, ob ich jetzt eine schwarze Frau oder eine weiße Frau habe, die sehen ja dann ein bisschen anders aus als die meisten deutschen weißen Kinder. Und da ich studiert habe und einen Job habe, der überdurchschnittlich gut bezahlt, sind meine Kinder automatisch privilegierter als vielleicht die Kinder einer weißen Person, die in Armut aufgewachsen sind. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass Kinder, die aus Akademikerhaushalten kommen, viel häufiger an die Universität gehen als Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten. Und da gibt es eine Diskrepanz von 50%. Nur knapp weniger als 25% der Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten gehen selber an die Uni und ca. 70-75% der Akademikerfamilien bringen auch Akademikerkinder hervor. Nun muss man natürlich auch sagen, dass das am Ende des Tages nicht unbedingt irgendwas über die Intelligenz sagt oder sonstiges oder dass jeder Mensch an die Uni gehen soll oder so. Aber man muss sich überlegen, woher diese Diskrepanz überhaupt erst kommt. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. In meiner Masterarbeit ging es um Diversität in Teams.
So, und das auf verschiedenen Ebenen. Beispielsweise Human Capital, also das Wissen und die Fachkenntnisse von Personen, Geschlecht, Alter und auch Herkunft, also Kultur beispielsweise. Und da wir uns ja jetzt auf den Aspekt von Kultur bzw. Migration konzentrieren, an sich sind diverse Teams vorteilhaft. Das heißt, wenn man Teams mit Personen mischt aus unterschiedlicher Herkunft, hat es an sich Vorteile für das Team. Aber nur, wenn es auch wirklich zielführend ist. Stellt euch Folgendes vor. Macht es für euch Sinn, ein Team von Personen zusammenzustellen, die vielleicht nicht in der Lage sind, miteinander zu arbeiten? Das heißt, Personen aus Kulturkreisen, die sich vielleicht nicht verstehen oder auch, wo es Sprachbarrieren geben kann. Es würde nur Sinn machen, wenn das Ergebnis eines Projektes es verlangt, dass Menschen miteinander arbeiten, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und das einfach Diversität erfordert. Um das Beispiel einfach zu halten, nehmen wir jetzt einfach mal einen Automobilhersteller wie Daimler, VW oder BMW. An dem Bau eines Autos sind ja nicht nur Ingenieure beteiligt, sondern auch Informatiker, es sind Designer daran beteiligt, es sind Lackierer oder Leute, die Innenausstattung machen und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Fall ist es halt notwendig, Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen in ein Team zu packen, weil sie das gleiche Ziel verfolgen. Wenn man das jetzt nun auf Migration oder auf Kultur beziehen würde, mache das nur Sinn, wenn es ein internationales Projekt ist, an dem mehrere Leute beteiligt sein müssen. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass es nicht Sinn macht für Unternehmen, Leute aus unterschiedlichen Ländern anzustellen. Jedoch ist die Sinnhaftigkeit dahinter eine ganz andere. Das eine ist, wir stellen Leute an, damit wir eine Quote erfüllen müssen, obwohl es unserem Unternehmen keinerlei Vorteile bringt. Auf der anderen Seite sehen wir in dieser Diversität eine Chance für unser Unternehmen. So, und nun kommen wir auch zum Ende des Videos. Meine Meinung dazu habe ich euch gesagt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel. Und falls ihr komplett anderer Meinung seid, als ich es bin, oder vielleicht dem noch etwas hinzufügen wollt, einfach alles ab in die Kommentare. Ansonsten, bis zum nächsten Video.